Hallo. Was möchte ich tun? Ich habe nämlich eine alte Weltsicherung geladen, muss ich sagen gerade. Denn es ist hier etwas ganz was Blödes passiert. Oh, Herr Endemann. Prima. Und zwar ist Folgendes passiert. Habe ich eigentlich nicht im Bett gehabt? Oh ja. Das könnte ich doch. Ja, das passt. Obwohl ein Monster da unten rumgeistert. Manchmal heißt es ja auch, sie können nicht schlafen, wenn Monster in der Nähe sind. Ja, hier hinten tummeln sich ein paar von den Gesellen. Mir ist Folgendes passiert. Ich habe so fröhlich vor mich hingebaut, habe zwischenzeitlich mal ein bisschen Minecraft rumgespielt in den Einstellungen, habe ein paar Shader ausprobiert, ein paar Texture Packs ausprobiert und auf einen Schlag hat hier diese Welt komplett. Also hier waren lauter so, naja, so Fehler, dass ich konnte hier immer in den kompletten Untergrund sehen. Die Texturen haben sich verfärbt und lauter so Sachen. Ich meine, dass das mal passiert, wenn die Chunks nicht gleich nachladen, so schnell, das kann mal sein, aber dass das quasi permanent der Fall ist, das war extremst ärgerlich. Und deshalb habe ich mich dann dazu entschlossen, weil ich zufällig genau, also ich meine, wir haben jetzt hier gar nichts verloren. Ich habe nämlich zufällig diese Welt kurz vorher gesichert. Und deshalb konnte ich jetzt genau diesen Spielstand vom letzten Mal wiederherstellen. Das war jetzt reiner Zufall. Aber Mama braucht mal da auch ein bisschen Glück. Ja, so viel dazu. Was uns aber jetzt nicht von der Arbeit abhalten sollte. Ich möchte. Was will ich eigentlich? Was habe ich überhaupt die letzten Male gemacht? Ich weiß es nicht. Ich tue einfach mal ein paar Bäume weg. Ich glaube, die tue ich auch weg. Falltür. Leg ich mal da rein. Ich habe keine Ahnung. Wie gesagt, oh, das möchte ich zurück. Das gehört nämlich hier rein. Brot. Treppe. Eisen. Ich nehme ein bisschen Eisen mit und mache mal hier ich versuche mal was. Ne, so gibt es keinen. Eins, zwei, drei brauche ich da, oder? 1, 2, 3, 4, ihr wisst. Ein Amboss. Wie macht man denn so ein. Ich weiß nicht. So. Nee. Ah ja, Zäune. Das wäre auch nicht verkehrt. Aber eigentlich wollte ich so ein. Na, so ein.
wie heißt denn das? So ein Wassertrog-Dingens da. Wassertrog-Dingens machen. Ich dachte immer, habe ich denn die Eimer da? Und dafür könnte man ja vielleicht einen Eimer Wasser auch brauchen, um das dann zu füllen, oder? Ich habe ein bisschen Brot. Haben wir nicht irgendwann? Lass mal kurz gucken. Ja. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht irgendwie ein paar Kartoffeln? Können alle nach hinten. Und die hole ich später zum Essen. Ich habe hier so Stufen, ich habe die Dinger, ich habe ein bisschen Dreck, ich habe ja, zwei, drei Sachen habe ich. Ich hoffe, das reicht. Allerdings möchte ich noch mal halt, was ich auch noch machen möchte, ist vielleicht 1, 2, 3. Noch ein Bett für da oben. Was ich auch brauche, sind ein paar Zäune, weil ich habe nämlich in einer der Folgen, die ich da gemacht habe, die mir aber so misslungen sind. Habe ich nämlich hier schon etwas dran gebaut, was mir und habe das ausprobiert. Und jetzt kommen wir zu dem Vorteil dieser abgestürzten Folgen, dass nämlich ich hier quasi schon weiß, was ich möchte. Auch wenn das jetzt nicht so funktioniert, wie ich möchte. Halt, das war falsch. Ich würde gerne. Ach, das machen wir von unten. Hier stimmt auch was nicht. Da müssen wir. Genau, dann hat das wieder Symmetrie. Ich kann nur nachts schlafen. Dann brauche ich doch mal zwischenzeitlich ein Bett. Ach, ich könnte eigentlich zwei bauen. Da ich gerne vielleicht eins immer am Mann hätte, falls wir mal eins brauchen. Was höre ich hier? Irgendwas rumlatschen. Keine Ahnung. So. Ah, das ist jetzt hier nicht schön. Da werden wir mal. Ach so, das geht wieder nicht. Ich muss weiter runter. Ach da, denke ich. Oder? Dann kann ich nämlich hier in die Ecke den reinklatschen. Das machen wir raus. Ja, das wollte ich nicht. Sondern so,
Genau, dauert das nämlich ein bisschen. Mehr Struktur und das nehmen wir mit. Jetzt würde ich gerne hier. Ups, ein Gerüst. Ich glaube, das reicht. Dann können wir nämlich hier auch so eine sowas her machen. Ich glaube, das wird ganz gut. Das wieder raus. Auch so eine Ecke rein. Ebenso auf der Seite. Doch, das ist okay. Dunkel wird es auch schon wieder. Schnell noch ein bisschen die Sachen eingesammelt. Dann schlafen wir mal schnell, bevor irgendwelche Monster wieder in der Nähe. Jetzt wollte ich gerade sagen, wer hat mir denn den Erdblock da hergestellt, aber es war ja selber. Ach ja. Geht doch nichts über. Gefällt mir das? Hm. Nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Ich dann vielleicht hier gerne so Steinstufen. Und hier so ein Ding, da können wir hier vielleicht mal ein Blümchen herstellen. Das hier, ich glaube, das kann man rausmachen. Oder? Dann wäre das. Und wir machen hier so einen Zaun her. Ist doch ganz nett, oder? Und hier drüben. Da könnten wir auch das hier wegmachen. Dann kriegen wir hier so gleich die Holzstruktur. Da stimmt das sowieso irgendwas nicht, oder? Irgendwas stimmt hier nicht. Würde ich behaupten. Hier fehlt was. Das hier. Jetzt ist das wieder gleich beidseitig. Und wenn wir hier auch sowas machen, ich meine, okay, hier könnte man wie wäre das, dass das nicht ganz so offen ist, weil ich habe nämlich schon probiert, wenn wir hier Glas reinmachen. Ich weiß auch nicht, ob das so schön ist. Man machen kann man es, aber das Glas verbindet sich dann immer mit den Stufen im Hintergrund und kriegt diese Ecken. Weil hier könnten wir, würde ich gerne diese Struktur hier lassen. Hier sind ja die Balken so schön. Hier habe ich jetzt das hinten verdeckt, weil, gut, wir haben sie hier, aber. Und hier haben wir überhaupt nicht die Balken. Die Frage ist, müssen die auch hier noch hin? Hier? Ich glaube fast, ha? Und zwar hier. Ist das dann korrekt? Wenn ich hier. Ach so, nee, das ist nicht. Das ist gar nichts. Ja, das ist nichts. Aber wir könnten vielleicht so tun, als wenn das hier
wenigstens hier weiterging. Aber hier müssen wir wieder zumachen, das ist klar. Ach, das ist auch nur ein halber Raum. Das ist nur ein halber Raum? Ach nee. Ach ja? Ach du Schande, das ist mir ja irgendwie überhaupt noch nicht aufgefallen. Ja, dann muss das natürlich wieder raus hier. Und hier... muss wieder sowas rein. Diese... reicht es eigentlich, wenn ich... hier und hier... So eine Beleuchtung habe, brauche ich die hier. Es wäre auch noch vorstellbar, dass man hier einfach an der Decke so halbe so Stufen, also so Slabs einziehen. Wir lassen das hier einfach mal so. Ich lasse das mal so. Ist ja eine Schmiede, da darf es auch ein bisschen rustikaler zugehen. Dann habe ich noch einen Amboss. Ein Amboss. Zack. Also normalerweise wäre das ja so, dass so ein Wasserrad hier, das dreht sich, ja, treibt dieses Teil hier an, das wiederum verbunden ist mit einem, naja, mit einer, sage ich mal, Maschinerie, die einen Hammer immer auf und ab bewegt. Natürlich kann man das Ganze abschalten, aber dafür ist ja das Ding da, dass man möglichst schwer einen Hammer auf und ab bewegen kann, um dann Schmiedearbeiten durchzuführen. Und wir stellen das jetzt mal sehr minimalistisch hier nach, indem einfach jedes Teil da aufhört, da ein Amboss steht und hier vielleicht noch so ein Wassertrog dann steht, indem man dann seine geschmiedeten Materialien abkühlen kann. Wie wäre es eigentlich, wenn wir hier in der Ecke einen Kamin machen würden? Das wäre doch was. Aber dazu, ich würde irgendwie... eins, zwei, drei. Ich weiß nicht, wie das mit diesem... irgendwie, aber wie? Ich habe immer gedacht, da braucht man 5 Eisen, um so ein... Trog da irgendwie... Macht man denn den? Beim besten Willen weiß ich es nicht. Naja, ich werde es mal nachschauen und dann werden wir das nächste Mal hinkriegen. Ein bisschen Stuhl und Tisch und so ein Zeug wäre auch nicht schlecht, wenn wir hätten. Habe ich hier. Zaun habe ich. Holz habe ich. Ach, ich mache eine Pause und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und da machen wir hier ein klein bisschen Inneneinrichtung. Bis dahin.